Jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 52, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde, Gefahr für die Demokratie, 196772. Es beginnt die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Bilder aus Chemnitz haben viele Menschen schockiert. Eine furchtbare Tat, der gewaltsame Tod eines jungen Mannes, wurde von rechten Gruppierungen von AfD und Pegida instrumentalisiert für sogenannte Trauermärsche, zu denen gewaltbereite Neonazis aus mehreren Bundesländern anreisten und die in Hetzjagden auf Migranten mündeten. Journalisten, Augenzeugen und der offizielle Polizeibericht schildern Attacken auf Journalisten, Migranten, linke Demonstranten, Polizisten. Ein jüdisches Restaurant wurde von Neonazis angegriffen und der Besitzer verletzt. Angesichts dieser Geschehnisse müssten eigentlich alle Alarmglocken klingen. Stattdessen werden die Vorfälle von höchster Stelle verharmlost, relativiert und geleugnet. Und deshalb müssen wir heute darüber reden, meine Damen und Herren. Der sächsische Ministerpräsident stellt sich vor den Landtag und behauptet, klar ist, es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome. Damit widerspricht er den vielen Augenzeugen und er widerspricht dem Polizeibericht. Und Bundesinnenminister Seehofer erklärt, nachdem er erst tagelang geschwiegen hat, er habe Verständnis dafür, dass sich Menschen empören. Meine Damen und Herren, wer durch Chemnitz marschiert und den Hitlergruß zeigt oder sich einer solchen Demonstration anschließt, der hat kein Verständnis zu erwarten, sondern lauten Widerspruch, auch vom Bundesinnenminister. Aber statt deutliche Worte gegen rechts zu finden, bezeichnet Seehofer die Migration als Mutter aller Probleme. Die Ursache von Rassismus ist weder die Anzahl von Flüchtlingen noch deren individuelles Verhalten, so wie ein Antisemit niemals einem Juden begegnet sein muss, um Juden zu hassen. Mit diesen Äußerungen betätigt sich Seehofer einmal mehr als Stichwortgeber für Rechtsaußen, und er ist als Innenminister untragbar bei solchen Äußerungen. Und deshalb unterstützen wir auch die Proteste anlässlich seines Besuchs in Frankfurt nächste Woche, Seebrücke statt Seehofer. Und dann der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der erklärt, er habe Zweifel an der Darstellung der Geschehnisse in Chemnitz. Die Videoaufnahmen könnten eine gezielte Falschinformation sein. Es liegen keine Belege dafür vor, dass sie authentisch sind. Bis heute hat Herr Maaßen für diese abenteuerlichen Aussagen keine Belege vorgelegt. Ich finde eher, dass keinerlei Belege vorliegen, dass Herr Maaßen und seine Behörde Sinnvolles zum Erhalt unserer Demokratie beizutragen haben, meine Damen und Herren. Journalisten konnten innerhalb von wenigen Stunden belegen, dass das Video echt ist, aber der Behördenchef mit einem Etat von 350 Millionen € und über 3.000 Mitarbeitern konnte es angeblich nicht. Auch die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden kann sich überhaupt nicht erklären, wie Maaßen auf die Idee kommt, das Video könnte nicht echt sein. Mittlerweile sind 120 Ermittlungsverfahren anhängig. Wir haben es also mit einem Verfassungsschützer zu tun, der Fake News streut, der die Medien der Lüge bezichtigt, der seine schützende Hand über gewalttätige Neonazis hält. Und damit macht er sich zum Kronzeugen der AfD und widerspricht im Übrigen auch den Aussagen der Kanzlerin, meine Damen und Herren. Statt die Übergriffe zu benennen, warnt Maaßen gestern alles Ernstes vor linker Desinformation. So jemand ist doch untragbar an der Spitze einer Bundesbehörde. Jemand, der sich traf mit den AfD-Vorsitzenden und ihnen Tipps gegeben haben soll, wie sie einer Überwachung des Verfassungsschutzes entgehen konnten. Aber statt ihn zu entlassen, stellen sich Union, stellt sich Seehofer auch noch hinter ihn. Seehofer, Maaßen, Kretschmer, sie alle reagieren auf die Geschehnisse in Chemnitz wie die berühmten drei Affen. Nichts sehen, nichts hören und schon gar nichts sagen, zumindest nichts Sinnvolles, meine Damen und Herren. Und da zeigt sich doch einmal mehr. Dieser sogenannte Verfassungsschutz, der hat keine Sicherheitslücke im Kampf gegen rechts. Er ist eine Sicherheitslücke. Das hat die Geschichte des NSU doch gezeigt. Mittlerweile wissen wir, über 40 V-Männer der Verfassungsschutzbehörden waren im direkten Umfeld des NSU. Darüber das V-Mann-System ist viel Geld in die rechte Szene geflossen. Der Staat muss doch endlich aufhören, Neonazis dafür bezahlen, dass sie Neonazis sind. Aber statt Konsequenzen zu ziehen, bekommt auch das Hessische Landesamt mehr Geld, mehr Befugnisse. Die Zusammenarbeit mit kriminellen V-Leuten wurde legalisiert. Das Landesamt für Verfassungsschutz darf jetzt auch 14-Jährige überwachen. Vielleicht kann man ja V-Kinder dazu anwerben. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Und dass ein Landesamt, das zu Einschätzungen kommt, wie, Zitat, im Gegensatz zu Skinheads
unterscheiden sich Neonazis vornehmlich dadurch, dass ihr Handeln durch den Willen zu politischer Aktivität geprägt wird. Gewalt gilt nicht als adäquates Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele. Meine Damen und Herren, spätestens seit 1933 ist ja allgemein bekannt, dass der Nazi nicht zu Gewalt neigt. Nachzulesen ist dieser Unsinn im Verfassungsschutzbericht von 2005. CDU und Grüne haben ihn übrigens unkommentiert diesen Unsinn in ihren Abschlussbericht zum NSU-Untersuchungsausschuss übernommen, meine Damen und Herren. Und deshalb eine Behörde, die nicht willens oder in der Lage ist, Rechtsterror zu erkennen, die Geheimberichte mit 120 Jahren einstuft, die ist nicht nur überflüssig, sondern die ist gefährlich. Jede lokale Antifa-Gruppe hat mehr zur Aufklärung über rechte Strukturen in diesem Land beigetragen als diese Behörden mit ihren tausenden Mitarbeitern, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Offensichtlich sehen das ja auch die Bundesgrünen so. Die Vorsitzenden haben jetzt auch die Auflösung des Bundesamtes für Verfassungsschutz gefordert. Die Antwort auf die Gefahr von rechts sind breite gesellschaftliche Mobilisierung. Unsere Solidarität haben all die Menschen, die aufstehen gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Menschenfeindlichkeit, ob in Chemnitz, die Zehntausenden und an vielen anderen Orten. Das muss die Antwort sein im Kampf gegen Recht. Aber keinen Millimeter darf man diesen rechten Gruppen nachgeben, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Wissler. Das Wort hat der Abg. Olga Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Um es vorwegzunehmen, niemand hält eine schützende Hand über die AfD, über Neonazis, Linksextremisten oder Islamisten. Es ist interessant, wie die... Niemand, der nur ansatzweise die aktuellen Herausforderungen kennt, käme auf die Idee, den Verfassungsschutz aufzulösen. Ganz im Gegenteil. Dies wäre grob fahrlässig. Damit wäre die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger auf das Höchste gefährdet. Wer dies ernsthaft fordert, wie die Kollegin Wissler es wieder getan hat, hat entweder keine Ahnung, oder er ist bereit, Verfassungsfeinden ein leichtes Spiel zu machen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir in Zeiten zunehmender Bedrohungen leben. Bedrohungen durch Extremisten und Terroristen von rechts, von links und aus dem islamistischen Bereich. 4.170 Islamisten, davon 1.650 Salafisten. 1.465 Rechtsextremisten und 2.570 Linksextremisten, die sich in Hessen aufhalten, 2017, müssen uns doch mit Sorge erfüllen. Neben diesen Phänomenbereichen und den bekannten Verhaltensmustern dieser Extremisten und Chaoten sind wir immer wieder neuen, zunächst unbekannten Gruppierungen und Angriffen ausgesetzt. Ausgesetzt, die unsere Sicherheitsbehörden beschäftigen müssen. Ich nenne stellvertretend die identitäre Bewegung, die sich betont jung gibt, aber klar völkisch aufgestellt ist und fremdenfeindliche Ziele verfolgt. Ich nenne Pegida, über die am Dienstag schon ausführlich gesprochen wurde, die Reichsbürger, die seit 2017 Beobachtungsobjekt sind und denen wir in Hessen die Waffen entziehen wollen. Und ich nenne auch das Bauen von Biowaffen mit Castorbomben. Extremisten, meine Damen und Herren, wollen Staat und Gesellschaft schaden. Sie wollen verletzen, sie wollen töten. Andere wollen unseren Rechtsstaat untergraben, fordern seine Abschaffung, sägen bereits an den Grundfesten, diskriminieren Minderheiten, verhöhnen die Pressefreiheit, verunglimpfen staatliche Einrichtungen. Da kann die Antwort der Demokraten und der Demokratie nicht in der Abschaffung von Teilen unserer Sicherheitsorgane sein. Im Gegenteil, wir brauchen eine starke, gut ausgestattete Sicherheitsarchitektur. Und in einem wehrhaften Staat braucht es Polizei, Staatsschutz, Verfassungsschutz, alles natürlich unter rechtsstaatlicher Kontrolle. Und nach rechtsstaatlichen Regeln ist zu handeln. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann ein Innenminister auch nicht nach politischem Gutdünken den Verfassungsschutz anweisen, diese oder jene Gruppierung zu beobachten. Deshalb werden und wurden Polizei und Verfassungsschutz von uns gestärkt,
personell, materiell und auch rechtlich. Und diese politische Schwerpunktsetzung, diese Strategie und die daraus abgeleiteten Maßnahmen haben gewirkt und sie wirken. Im Bereich des Islamismus, ich nenne stellvertretend das Vereinsverbot gegen salafistische Missionierungsnetzwerke, beispielsweise die wahre Religion alias Lies-Stiftung. Hessen hatte ja einen maßgeblichen Anteil an dem erfolgreichen Verbot. Ich nenne das Vereinsverbot einer radikalisierenden Moschee in Kassel durch das Innenministerium. Ich nenne die Verhinderung von Anschlägen beispielsweise im Februar dieses Jahres, als es gelang, einen mutmaßlichen IS-Anhänger in Eschwege festzunehmen. Und es ist auch ein Erfolg, dass diese Szene stagniert. Sowohl das Personenpotenzial als auch die dschihadistisch motivierten Ausreisen in Richtung Syrien stagnieren seit Anfang 2016. Im Bereich des Rechtsextremismus gab es das Verbot von den Osmanen Germania auf eine hessische Initiative hin im Juni 2018 bundesweit. Und im Bereich des Linksextremismus Verbot der Internetseite links unten in die Media. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, das BKA hat 2016 eine Liste mit 11 vereitelten Anschlägen veröffentlicht, sicherlich auch aufgrund nachrichtendienstlicher Erkenntnisse. Und Sie von den Linken wollen uns blind machen. Nein, ohne die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes ist eine wirksame Bekämpfung der Feinde unserer Verfassung und damit die Verteidigung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht möglich. Sie, die Linke, versuchen Misstrauen zu sehen, wo der Staat seine Bürgerinnen und Bürger schützt. Das spielt nur einer einzigen Partei in die Karten. Wir werden weiterhin fest an der Seite unserer Sicherheitsbehörden stehen und unsere Verfassung und unsere Sicherheitsbehörden verteidigen, auch vor Ihnen. Herzlichen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat der Abg. Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch hier möchte ich das, was der Kollege Wagner vorhin in der Debatte gesagt hat, auch ein bisschen Nachdenklichkeit anmahnen. Es gab natürlich in Chemnitz Trauer und Empörung von Menschen, die empört darüber waren, dass dort ein Mensch zu Tode gekommen ist. Natürlich gab es das. Es gab aber auch in Chemnitz, das muss man, glaube ich, auch sehr deutlich sagen, den Aufmarsch von alten und neuen Nazis, von Rechtsextremisten, von Rassisten, von Ausländerfeinden, von Antisemiten, von Identitären, die da aufmarschiert sind. Da wurden Menschen beschimpft, da wurden Menschen angegriffen. Egal, wie man das jetzt nennt, da wurden Menschen gehetzt, da wurden Menschen gejagt. Da wurde der Hitlergruß gezeigt, eindeutig, mehrfach. Da wurden rechte Sprüche skandiert. Und die Bundeskanzlerin hat das öffentlich Hetzjagd genannt. Und was macht der Präsident des Bundesamtes für den Verfassungsschutz? Was erklärt der Präsident des Bundesamtes für den Verfassungsschutz gegenüber der Bild-Zeitung? Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischer Hetzjagd in Chemnitz werden von mir nicht geteilt. Es liegt dem Verfassungsschutz keine belastbare Information darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben. Zitat Ende. Und er sagt dann, obwohl die Kanzlerin von Hetzjagd und der Regierungssprecher von Hetzjagd geredet hat, es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist. Ich habe, liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Verständnis dafür, dass sich der Präsident des Bundesamtes für den Verfassungsschutz schützend vor Verfassungsfeinde stellt. Dafür habe ich kein Verständnis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Behauptung, dass das gezeigte Video, auf den Menschen gejagt werden, nicht authentisch ist, kam übrigens von einem AfD-Sprecher. Es wurde verbreitet über den Nachrichtensender Russian Today. Und der BfV-Präsident, der Präsident des Bundesamtes für den Verfassungsschutz, stellt sich hin und stützt diese Bewertung, ohne einen einzigen Beleg für seine Behauptung vorzulegen. Und die AfD erklärt, dass das sehr schön ist, was der
Amtspräsident dort erklärt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde das ein Desaster für einen Präsidenten einer Behörde, der die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland schützen soll. Ich finde das ein Desaster. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Zeiten in diesen geht es darum, dass wir uns schützend vor unsere Verfassung stellen. Diese Verfassung gegen diejenigen zu verteidigen, die die Grundwerte angreifen, die die Freiheit angreifen, die die offene Gesellschaft angreifen. Wir müssen uns vor die Verfassung stellen. Und das Ganze gipfelt jetzt darin, dass der Präsident des Bundesamtes für den Verfassungsschutz die Medien kritisiert. Auch damit stellt er sich auf die Seite derer, die über Fake News reden, die über Staatsmedien reden, die über Lügenpresse reden. Maaßen sollte sich aber auf die Seite derjenigen stellen, die sich für Meinungsfreiheit, für Pressefreiheit einsetzen in unserem Land. Er sollte auf der Seite derer stehen, die die Presse- und Meinungsfreiheit schützen. Stattdessen verstärkt er den Sound der AfD, die genau diese freie Berichterstattung und genau diese freie Presse angreifen. Das ist unwürdig für einen Präsidenten eines Bundesamtes. Gerade in Zeiten, in denen es darum geht, staatliche Institutionen zu stärken, verloren gegangenes Vertrauen auch in den Verfassungsschutz wiederherzustellen, den Rechtsstaat zu verteidigen, solche Behauptungen. Natürlich darf ein Präsident eines Bundesamtes für den Verfassungsschutz Zweifel haben. Er kann natürlich auch auf andere Erkenntnisse hinweisen. Er kann natürlich auch warnen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es klare Dienstwege. Dafür gibt es das Kanzleramt. Dafür gibt es das Innenministerium. Dafür gibt es das Parlament. Dafür gibt es das Kontrollgremium für den Deutschen Bundestag. Dafür ist aber nicht die Bild-Zeitung da, solche Dinge gegenüber der Öffentlichkeit zu erklären. Das muss ein Präsident eines Bundesamtes wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der normale Weg ist nicht ein Interview über die Bild-Zeitung. Eine Frage hat Maaßen bis heute immer noch nicht beantwortet. Und das ist das eigentlich Schlimme daran. Auf welchen Fakten beruhen eigentlich seine Behauptungen? Auf welchen Fakten, auf welchen Erkenntnissen? Es geht darum, dass Ämter und auch Bundesamt für Verfassungsschutz Fakten und Erkenntnisse vorweist. Auf welchen Erkenntnissen beruhen seine Aussagen in der Bild-Zeitung? Dafür gibt es vonseiten von Herrn Maaßen keinerlei Erklärung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lieber Kollege Frömmrich, Sie müssen zum Schluss kommen. Zum Schluss, Herr Präsident, er hat den Institutionen unseres Staates, den Sicherheitsbehörden, dem Vertrauen der Menschen in diese Sicherheitsbehörden einen wirklichen Bärendienst erwiesen. Er sollte wissen, was zu tun ist, um weiteren Schaden von diesen Institutionen abzuwenden. Ich danke für die. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hans-Georg Maaßen ist seit dem 01.08.2012 Präsident des Bundesamtes für den Verfassungsschutz nach Entdeckung NSU-Morde. Er war auch eingesetzt worden, so damals die Begründung zur Aufklärung dieser Morde und Verhinderung, dass sich solche Terroranschläge wiederholen. Nur das, um das einmal in das Geschichtsbewusstsein zurückzurücken. Und dieser Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Herr Kollege Bellino, das ist keine Behörde, die mal frei agieren kann, wie sie will, sondern sie hat nach Maßgabe der politischen Richtlinienkompetenz zu agieren und ist eine weisungsgebundene Behörde, die nicht gerade machen kann, was ihr in den Kram kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was in den letzten Tagen um diesen Präsidenten passiert ist, ist von den Kolleginnen und Kollegen dargestellt worden. Er gibt mal en passant in der Bild-Zeitung, einem anerkannten Organ für seriöse und ausführliche Berichterstattung, ein Interview, in dem er die Authentizität des Videos über Vorfälle in Chemnitz, wo es eine Hetzjagd auf Ausländer oder ausländisch aussehende Mitbürger gegeben hat, in Abrede stellt. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang, in dem er die gesamte Politik desavouiert, den Innenminister, die Bundeskanzlerin und die einzige Konsequenz, die eigentlich naheliegend gewesen wäre, dieser Bundesinnenminister hätte Herrn Maaßen entlassen müssen. Das wäre die einzig logische Konsequenz gewesen. Weil wenige Tage vorher
hat die Bundeskanzlerin klar von einer Hetzjagd gesprochen. Und das ist ein Sachverhalt, der ist nachweisbar. Und jetzt kann man über die Motivlage streiten. Dafür gibt es keine nachvollziehbare Erklärung. Und deswegen ist das, was Herr Maaßen gemacht hat, unverantwortlich. Die Glaubwürdigkeit des Verfassungsschutzes wird natürlich damit nachhaltig infrage gestellt. Und der Diskussion muss man sich auch stellen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerade auch nach den Terrorakten der letzten Jahre NSU, wir haben den Mordanschlag gehabt in Berlin, Breitscheidplatz. Und jetzt macht er krusche Verschwörungstheorien um die Ausschreitung in Chemnitz. Und das macht sich doch diese AfD zu Pass. Das ist doch genau das. Die Argumentation der AfD kennen wir doch. Lügenpresse und Ähnliches, Fake News, das ist doch genau der Spruch, der Standard der AfD. Und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz gibt dem Nahrung. Unverantwortlich, ungeheuerlicher Vorgang. Und deswegen sind Konsequenzen erforderlich. Dieser Herr hat natürlich Vertrauen verspielt. Aber die Bundeskanzlerin ist nicht in der Lage, weder willens noch hat sie die Kraft, dann eigentlich den Innenminister zu entlassen. Das wird spätestens, da bin ich ziemlich sicher, nach dem 14. Oktober passieren. Dann ist Herr Seehofer kein Bundesinnenminister. Das wird die eigene Partei erledigen, die CSU. Da bin ich sehr sicher, dass das am Wahlabend passieren wird. Und damit wird Herr Maaßen in den Ruhestand versetzt. Und das ist gut so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und was ist eigentlich die politische Konsequenz aus dem Vorgehen? Unabhängig davon, ob ein Herr Maaßen noch Präsident ist, zu dem viele kein Vertrauen mehr haben. Das wurde gestern im Deutschen Bundestag. Die FDP, die Linken, die Grünen, die SPD haben gesagt, wir haben zu dem Präsidenten des Bundesamtes für den Verfassungsschutz kein Vertrauen. Und im Gegensatz zur Linken sagen wir nicht die Abschaffung des Verfassungsschutzes. Aber wir müssen darüber reden, welche Konsequenzen hat ein solches Verhalten, meine sehr verehrten Damen und Herren, und welche Schlussfolgerungen ziehen wir. Das hat Herr Frömmrich sicherlich, weil er nicht mehr die Zeit hatte, vergessen zu erwähnen, dass die GRÜNEN in Berlin gefordert haben, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz aufzulösen ist und durch eine neue Inlandsaufklärung ersetzt wird. Einmal ein Institut zum Schutz der Verfassung soll gegründet werden und zum anderen ein Amt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr als verkleinerter Inlandsnachrichtendienst eingesetzt werden. Ich will das nur sagen, das hätte man der Redlichkeit auch sagen müssen, dass wir Diskussionsbedarf darüber sehen. Und da hätten Sie mal, was sagen Sie denn in Hessen, wo Sie die Regierung bilden? Und dann will ich auch überleiten zum Innenminister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Verfassungsschutz des Landes Niedersachsen und der Stadt Bremen beobachtet die Jugendorganisation der AfD. In Thüringen wird die AfD beobachtet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was macht eigentlich der hessische Innenminister zu diesem Thema Beobachtung der AfD und entsprechenden Auswüchsen? Da hätten wir gern hier und heute eine Stellungnahme, weil wegtauchen geht nicht. Wegtauchen geht nicht. Und dass politische Parteien und Gruppierungen bis vor einigen Jahren auch in Hessen beobachtet wurden, das bestätigen die Kolleginnen und Kollegen der Linken. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ein Verfassungsschutz wirksam unsere Demokratie schützen soll, dann muss er von einem Präsidenten geführt werden, der dies eindeutig repräsentiert. Das ist bei Herrn Maaßen nicht der Fall. Aber klar ist auch, Hessen muss sich klar positionieren, wie geht es mit der AfD um, wie andere Länder es tun. Wird die Jugendorganisation, wird der Kreisverband Hochtaunus nach den unsäglichen Äußerungen hinsichtlich der Presseorgane von Ihnen in das Visier genommen, oder schweigen Sie dazu? Auch dazu erwarten wir heute eine Antwort. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben jetzt schon einige Wortbeiträge gehört. Vordergründig geht es hier in dieser Aktuellen Stunde um das, was der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Maaßen, von sich gegeben hat. Und da muss man in der Tat sagen, auch mit den Erklärungsversuchen der letzten Tage, das ist schon mehr als bemerkenswert. Ich bezeichne das, was er veranstaltet hat, als eine schlichtweg unglaubliche Rabulistik, um sich wieder herauszureden. Ich will nur einmal den Begriff zitieren, den er verwendet hat. Er sprach von Mord. Tatsächlich wird ermittelt wegen Totschlag. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, wie jeder Jurist weiß.
Herr Maaßen ist angeblich sogar ein guter Jurist. Insofern muss man überlegen, wenn er dann offensichtlich vorsätzlich solche Unsauberkeiten in seiner Äußerung nimmt, was er eigentlich dafür mit bezweckt. Und das Zweite in diesem Zusammenhang ist, wenn er sagt, es liegen keine Belege dafür vor, dass das Video authentisch sei. Nach seiner vorsichtigen Bewertung gibt es gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt. Das versucht er jetzt wild zu interpretieren. Aber was heißt denn das, wenn man das als unbefangener, nicht juristisch verbildeter Mensch hört? Dann heißt das, dieses Video ist gefälscht. Dieses Video ist gefälscht. Und das war offensichtlich eine Falschaussage des Herrn Maaßen, die er mit seiner Rabulistik untergebracht hat. Und ich kann dazu nur sagen, wer angesichts dieser angespannten gesellschaftlichen Lage, wie sie sich in Chemnitz gezeigt hat, Öl ins Feuer der Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker gießt, handelt unverantwortlich. Ich frage mich, warum hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Ging es ihm nur darum, mit seinem Dienstherrn Horst Seehofer, der Kanzlerin und dem Regierungssprecher eins auszuwischen? Oder steckt da mehr dahinter? Ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt, es ist auch nicht unser Thema hier im Hessischen Landtag. Das will ich auch einmal deutlich sagen. Deswegen komme ich jetzt einmal zu dem, was hier eigentlich auf der Tagesordnung steht, was aus dem Titel der Aktuellen Stunde auch hervorgeht. Worum es den LINKEN geht, ist gar nicht das Thema Maaßen. Worum es Ihnen geht, haben Sie deutlich hineingeschrieben, und Sie haben es ja auch schon oft genug erklärt. Sie wollen, dass der Verfassungsschutz aufgelöst wird. Warum Sie das wollen, können wir uns Frau Wissler, können wir uns denken, wenn wir die letzten Jahre Revue passieren lassen, wenn wir sehen, mit wem Sie im außerparlamentarischen Raum zusammenarbeiten. Und dazu haben Sie eine Antwort ja auch von allen bekommen. Was mich etwas mehr bewegt, ist die Frage, und da hätte ich mir eine Antwort von Herrn Kollegen Frömmrich gewünscht, wo stehen denn eigentlich die Grünen? Wo stehen denn eigentlich die Grünen? Ich war etwas entsetzt, als ich am Wochenende gelesen habe, dass längst überholt geglaubte grüne Reflexe wieder zum Vorschein kamen. Wenn man ein bisschen an dem Lack kratzt, ein bisschen das herausholt, dann stellt man fest, die alten grünen Ideen der Gegnerschaft zum Verfassungsschutz, das scheint doch noch zu leben. Und das klare Bekenntnis von Herrn Frömmrich zum Verfassungsschutz habe ich vermisst. Ich darf einmal zitieren. Frau Baerbock und Herr Habeck, die stehen ja, ich glaube, im grünen Sprachgebrauch heißt das, das sind die Realos. Das sind nicht irgendwelche linken Spinner, wie das alles mal war. Die werden zitiert, unwidersprochen. Nach dem Wirbel um die Äußerungen von Verfassungsschutzpräsident Maaßen haben die GRÜNEN eine Auflösung seiner Behörde gefordert. Die Bundesregierung könne nicht die Augen davor verschließen, dass der Verfassungsschutz und der Maaßen vor die Wand gefahren ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist schlichtweg auch noch falsch. Das ist schlichtweg auch noch falsch. Denn alle Experten bescheinigen Ihnen, dass der Verfassungsschutz, seitdem Herr Maaßen dort Präsident ist, sehr viel besser aufgestellt ist, dass sehr viele Lehren aus dem Thema NSU gezogen worden sind. Wenn er persönlich sich dort entsprechend verhält, ist das eine Sache. Und Herr Frömmrich weist noch darauf hin, merken wir ja gerade, ist alles nicht wahr. Der Verfassungsschutz ist immer noch vielleicht aufzulösen oder was auch immer. Ich sage die richtige Antwort. Sie geben die falsche Antwort, Herr Frömmrich. Die richtige Antwort, die auf die jetzige Situation zu geben ist, ist, dass wir die Kontrolle des Verfassungsschutzes, die parlamentarische Kontrolle, effektiv gestalten und ausbauen müssen. Deswegen sage ich sehr deutlich, wir werden hier in Hessen darauf zu achten haben, auch in den nächsten Jahren, dass zwei Dinge passieren. Und dafür werden Freie Demokraten stehen. Erstens, dass wir unseren Verfassungsschutz in seinem Bestand gewährleisten, dafür sorgen, dass dort ordentlich gearbeitet werden kann. Zum Zweiten, dass es aber auch das gibt, und das ist mein letzter Satz, Herr Präsident, dass es auch das gibt, was Schwarz und Grün uns hier verweigert haben in den zurückliegenden Beratungen, nämlich eine deutliche, massive Verstärkung der parlamentarischen Kontrolle dieses Geheimdienstes. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung ist nicht zuständig für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Gleichwohl will ich hier deutlich sagen, dass wir
dass wir auf die wir sind nicht zuständig für das Bundesamt. Deswegen kann ich zu der Frage, wer da Präsident ist, auch nur mäßige Beiträge leisten. Aber ich kann eines sagen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz leistet einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande. Und deswegen ist das Amt wichtig, meine Damen und Herren. Deswegen ist das Amt wichtig, und deswegen werden wir das auch in Zukunft brauchen. Und natürlich ist es so, Frau Kollegin Wissler, dass es einen sinnvollen Beitrag zum Erhalt der Demokratie leistet. Ja, es ist eine wichtige Institution, die dafür sorgt, dass wir die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich gewährleisten können, meine Damen und Herren. Und es ist ja auch so, wenn ich das einmal sagen darf, Frau Kollegin Wissler, dass wir in Innenausschusssitzungen ja am laufenden Band auch von Ihren Kollegen dort immer wieder befragt werden nach Erkenntnissen, die unsere Sicherheitsbehörden zu bestimmten Fragen haben. Ja, wo sollen wir die denn hernehmen, wenn wir unser eigenes Landesamt nicht mehr hätten, meine Damen und Herren? Was ist das für eine absurde politische Positionierung, die Sie hier im tagtäglichen Leben des Hessischen Landtages und jetzt hier am Rednerpult eben vollzogen haben? Ich finde, meine Damen und Herren, auch die Fragen, ob man das Bundesamt schließen und neu gründen muss, wie Frau Mihailitsch das von den GRÜNEN gemacht hat, ich finde, auch diese Frage ist reichlich überflüssig, aber das nur als Randbemerkung. Meine Damen und Herren, die Alternative für Deutschland und ihr Jugendverband unterliegen derzeit keiner Beobachtung durch das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen. Die Frage hat der Kollege Rudolph gestellt, die will sie beantworten. Das Landesamt prüft entsprechend seines gesetzlichen Auftrages aber fortlaufend, ergebnisoffen, ob Bestrebungen vorliegen, die den Kernbestand des Grundgesetzes zu beeinträchtigen oder zu beseitigen versuchen. Das hat der Präsident des Landesamtes bei der Vorstellung des Berichts für das Jahr 2017 auch in der entsprechenden Pressekonferenz, Sie waren ja durch Mitarbeiter auch vertreten, dort sehr, sehr deutlich gesagt. Auch im Falle der AfD Hessen und der JA Hessen werden offene Indizien wie Aktivitäten und Aussagen, zum Beispiel dieser Facebook-Beitrag der AfD-Kreistagsfraktion Hochtaunus, von dem sich der hessische AfD-Landesvorstand dann später distanziert hat, oder eine potenzielle Zusammenarbeit mit extremistischen Gruppen gesichtet. Dabei wird auch bewertet, ob es sich um Einzelmeinungen und Einzelagitationen oder um eine parteipolitische Leitlinie handelt. Ob Parteien oder Vereinigungen mit nachrichtendienstlichen Mitteln von den Verfassungsschutzbehörden beleuchtet werden, ist, ich sage das noch einmal sehr deutlich, keine politische Entscheidung, meine Damen und Herren. Die Verfassungsschutzämter arbeiten nach objektiven Kriterien, die sich politischer Einflussnahme entziehen müssen. Sie haben sich dabei an der Gesetzeslage und unserem Rechtsstaat auszurichten, meine Damen und Herren. Und ich gehe sogar ein Stückchen weiter. Es würde ein fataler Eindruck entstehen, wenn es nur des Fingerzeiges eines Innenministers oder wem auch immer bedürfte, dass der Verfassungsschutz mit seinen Leuten irgendwelche Menschen, Organisationen oder sonst irgendwas in unserem Lande mit nachrichtendienstlichen Mitteln verfolgt, meine Damen und Herren. Ich warne sogar davor, dass wir am Ende mit solchen Forderungen die Seriosität des Verfassungsschutzes untergraben. Vielleicht ist ja das das Ziel. Vielleicht ist das ja das Ziel der Linken in diesem Lande, meine Damen und Herren. Aber das, was entstehen würde, es würde ein Raum entstehen, meine Damen und Herren, wenn das so wäre, in dem das Opfermythos, was die AfD-Gruppen zum Beispiel sozusagen ja lechzend sozusagen herbeireden wollen. Dieses Opfermythos würde am Ende noch weiter bedient werden. Und ich glaube, dass wir klug beraten sind, wenn wir nicht den Eindruck entstehen lassen, dass die Politik sich eines lästigen Wettbewerbers mithilfe des Verfassungsschutzes in irgendeiner Weise politisch entledigt, meine Damen und Herren. Wir müssen den politischen Kampf aufnehmen. Dessen haben wir uns zumindest hier auch in der Debatte über die Regierungserklärung am vergangenen Dienstag verständigt. Die AfD schürt Hass, Feindseligkeit. Dafür gehört sie von demokratischen Wählern abgestraft. Das ist unser politischer Auftrag, und den verfolgen wir insbesondere auch in den nächsten Wochen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist Punkt 52 erledigt.